Hey Leute, ich bin's wieder und wir stehen hier gerade in Moorland bei der Alex. Die Alex hat nämlich wieder eine Quest für uns. Ich denke, dass es das Beste ist, wenn wir die Bewahrer Aidens erzählen, dass Katja zurück zu sein scheint. Auch wenn diese Annahme nur auf James' Albträumen beruht, müssen wir das Ganze ernst nehmen. Reite zu Elisabeth und berichte ihr. Okay, da wir ihr berichten sollen. Aber weil der Village halt so weit weg ist, wir nehmen den halt den Transporter. Damit sind wir halt eine Ecke schneller. Dum 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 dum. So. Katja, das hört sich nicht gut an. Mit ihr ist nicht zu spaßen. Und wenn sie der vierte Nachtreiter von Darkor ist, dann wäre es eine Katastrophe. Wir müssen ein weiteres Mal zum Darkor-Hauptquartier und überprüfen, ob Katja dort ist. Dann ist es auch wieder Zeit für einen Besuch beim Darkor-Hauptquartier, um dort nach den Rechten sehen zu können. Können wir herausfinden, ob Herr Sanz wirklich das Buch der Lichtzeremonien hat? Können wir erfahren, ob er Katja wirklich herbeirief, um sie zum vierten Nachtreiter zu machen? Können wir herausfinden, ob Justin Darkor aus freiem Willen angeschlossen hat oder ob er gezwungen wurde? Oh, Entschuldigung. Wenn er gezwungen wurde, können wir ihm vielleicht helfen. Diese Fragen sind jetzt am wichtigsten. Der Auftrag ist sehr gefährlich, aber du hast es schon einmal geschafft. Mit den Resultaten deines Druidentrainings, glaube ich, können wir uns sicher sein, dass du es wieder schaffen wirst. Bist du bereit? Ja, wir sind bereit. Ich habe schon mit Captain Bruce gesprochen und er hat sich um deinen Transport zum Darkor Hauptquartier gekümmert. Er will, dass du vom Weingarten diesmal Diesel mitbringst. Er braucht Treibstoff für die Bootstour, die dich zum Darkor Hauptquartier bringt. Du kommst sowieso am Weidengarten vorbei. Kannst du also ein Fass mitnehmen? Viel Glück, Sabrina. Sei vorsichtig. Möge das Licht Aidens dich beschützen. So, dann. Hey, wir wollen da rein. Nicht die Reitstrecke, wir wollen das Pferdesportcenter. Hallo Sabrina, ein Fass Bootstreibstoff für Kapitän Bruce? Das stimmt. Das Fass steht fertig vor dem großen Tanker beim Ausrüstungsgeschäft. Du kannst es nicht verfehlen. Nimm das Fass und transportiere es auf dem Pferderücken zu Kapitän Bruce in Westkap Fischerdorf. So. Dum-dum-dum-dum-dum. So, wir haben jetzt das Fass hinten drauf. Das sieht schon ein bisschen ulkig aus. Dass das Fass halt nicht runterfällt, ne? Wir haben es ja gar nicht festgemacht oder so.
Oder wir nehmen hier vorne gleich bei Jasper dann den Transporter und lassen uns da oben zum Stall bringen und reiten von da aus dann eben schnell runter. Hier ist ja Krax, die neue Vogelscheuche von ihm. So, da wollen wir hin. Miep, miep, macht's da. So, und da ist wieder die Fregatte von Herrn Kapitän Bruce. Ah, man dankt für die Lieferung. Das wird für beide Wege reichen. Aber der Steuermann sollte hier sein. Er weiß doch, dass er helfen muss. Wir müssen bis morgen warten und hoffen, dass er auftaucht. Du hast keine Zeit, so lange zu warten? Okay, aber wo kann er denn sein? Wasser späht mein nördliches Auge. Beim Bad des Propheten. Ich glaube, ich sehe ihn in seinem Motorboot beim westlichen Strand. Dort beim Roten Haus, siehst du? Reite zu ihm. Hier ist das Rote Haus. Und da hockt er. Hallo, ich weiß, dass ich dich zum Dakor-Hauptquartier bringen sollte, aber es kam etwas dazwischen, das ich erst machen wollte. Du verstehst schon, ich habe eine tolle Frau, die ich sehr liebe. Sie muss sich um unseren Garten kümmern, wenn ich auf hoher See bin. Wir sehen uns fast nie, wir kommunizieren also per Flaschenpost. Ein sehr verlässliches Kommunikationsmedium, frei von Briefmarken und Kabeln. Heute habe ich keine Flaschenpost finden können. Normalerweise kommt immer eine hier an. Ich wollte die Flaschenpost finden, bevor wir losfahren. Kannst du mir helfen, die Flaschenpost hier am Strand zu suchen? Wir können los, sobald wir sie gefunden haben. Ich habe Angst, dass wir sie nicht finden. Ach komm. So, das ging schnell. Danke, Sabrina. Jetzt geht es mir wieder gut und ich muss mir keine Sorgen machen. Kannst du mir bei noch etwas helfen? Ich brauche mehr Flaschen für meine Flaschenpost. Ich sammle normalerweise Flaschen im Westkap Fischerdorf. Die Leute werfen ja ihre Flaschen überall hin. Wenn du also ein Dutzend Flaschen für mich sammeln könntest, in der Zwischenzeit werde ich das Boot betanken und alles vorbereiten. Ich werde neben Kapitän Bruns anlegen. Wir sehen uns, wenn du ein Dutzend leere Flaschen hast, okay? Okay. Dann gehen wir Flaschen sammeln für den Jungen. So, 8 haben wir schon mal. 9.
haben wir alle Flaschen. Die haben hier aber echt viele weggeschmissen. Naja, besser für uns. Wir haben ja seine Flaschen, die er haben will. Hoffentlich bringen sie uns dann jetzt wieder zum Darkor-Quartier. Tolle Flaschen, die sind super für meine Flaschenpost. Danke für die Hilfe. In der Zwischenzeit habe ich das Boot betankt, die Flaschenpost von meiner Frau gelesen und mich fertig zur Abfahrt gemacht. Das ist doch immer gut. Du hast also dem Steuermann mit einem Problem geholfen. Das war aber nett von dir. Jetzt solltest du aber Boot fahren. Sprich mit dem Steuermann, damit er dich fährt. Das kriegen wir hin. Sei nun still, es geht jetzt auf zum Darkor-Hauptquartier. Wo sind sie? Du musst dich ein bisschen herumschleichen, bis du sie findest. Lass dich nicht entdecken. Du musst dein Pferd hier lassen, sonst wirst du auf jeden Fall entdeckt. Okay, Dream Dancer, wir lassen dich jetzt hier stehen. Das Spielchen kennen wir ja schon hier. Okay, er hat mich gesehen. Da war ich doch zu nah dran. Also halten wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Abstand da. Hinter der Kiste sind wir dann schon mal sicher. So, der läuft jetzt hier hinten runter. Das passt aber mit dem da vorne gerade nicht.
So, der ist jetzt an uns vorbeigelaufen. Das war knapp. So, diesmal sind wir hier. Dort beim Helikopterlandeplatz scheinen Leute zu stehen. Es scheint dort so etwas wie ein Portal zu geben. Das kann ich von hier nicht richtig sehen. Am besten suche ich erst einen Platz, von dem ich gut spionieren kann. Nah genug, um alles zu hören und weit genug, um nicht entdeckt zu werden. Finde ein Versteck, von wo du aus Herrn Sans und die anderen ausspionieren kannst. Das ist ein tolles Versteck. Die Frau in Weiß, das ist auf jeden Fall Katja. Leider. Ich erkenne sie aus James Albträumen. Aber womit hantieren sie denn da rum? Meine Freunde, meine Nachtreiter, ihr ahnt nicht, was es für eine Freude ist, euch hier alle zu haben. Die Zeit ist nahe, um unser Werk zu vollenden. Das nicht ganz verlorene Buch. Der Lichterzeremonie hat mir Aufschluss darüber gegeben, wann und wo wir tätig werden sollen. Unsere Zeit ist bald gekommen. Gut gemacht, Opa. Bald ist die Welt unser. Gut gemacht. Unser jüngstes Mitglied Katja ist von ihrer Reise wieder zurück und muss sich nicht länger im Licht des dunklen Portals aufhalten, um ihre verlorene Energie zurückzubekommen. Endlich kann sie sich frei unter uns bewegen. Zu euren Diensten. Danke, dass ihr mich hergebracht habt. Ich bin sehr froh, dass ich der vierte Nachtreiter werden durfte. Es ist eine große Ehre für mich. Ihr habt ja keine Ahnung. Super.
Bald haben wir die Kontrolle über die pandorische Kraft, die der Schlüssel zu uneingeschränkter Macht ist. All das durch ordentliche Recherche und Vorbereitung. Wenn wir die dunkle Zeremonie durchgeführt haben, ist das Schicksal in unseren Händen. Niemand kann uns aufhalten. Ihr wisst, was zu tun ist, wenn die Zeit reif ist. Wir genießen jetzt die Zeit und feiern unseren Segen mit einem kleinen Fest. Ich habe ein Festmahl im Hauptgebäude vorbereitet. Lasst uns Lasagne feiern. Hurra, Lasagne, habt ihr gehört? Lasagne! Lasst uns reingehen, Justin. Du räumst hier erst auf und verringerst die Stromversorgung zum Portal. Danach kannst du dich uns anschließen, okay? Geh nicht zu nah dran. Na klar, du bist der Boss. Wir sehen uns drin, aber heb mir ein wenig Lasagne auf, bitte. Ihr müsst auf mich warten. Das könnte eine Möglichkeit sein, um alleine mit Justin zu sprechen. Warte auf den richtigen Augenblick, um mit ihm zu sprechen. Okay, die gehen ja jetzt. So, Justin, was für ein Schreck, einfach so anschleichen. Wer du? Was machst du hier, Sabrina? War dein Name? Glaubst du denn, dass ich nicht freiwillig hier bin? Weißt du was? Ich bin aus freiem Willen hier. Herr Sanz ist mein Großvater und ich bin hier, weil er mich braucht. Zusammen werden wir die Welt beherrschen. Was von Volk Garnok genannt wird, ist eine pandorische Kraft, die unter Jorvik ruht und nur darauf wartet, von uns gezähmt zu werden. Bald kontrollieren wir die pandorische Energie, so wie du dein Pferd kontrollierst. Verstehst du? Wir sollen nochmal mit Justin sprechen? Das machen wir. Wie wir die pandorische Kraft zähmen werden? Du weißt wohl gar nichts, so kleines Mädchen. Das verlorene Buch der Lichterzeremonien ist nicht so verloren, wie man glaubt. Mein Großvater, Herr Sanz, hat das Buch gefunden und wir wissen genau, wie wir die Lichtzeremonie abhalten müssen, um die Energie freizusetzen, die Dakor an die Macht bringen wird. Das wird ein neues Zeitalter, voll von Macht und Respekt. Du solltest dich uns anschließen, Sabrina. Warum ich dir das alles erzähle? Ja, also, als wir uns zum ersten Mal trafen, dachte ich eigentlich, du bist ganz nett. Und das denke ich immer noch. Ich verstehe nur nicht, warum du immer noch mit diesen Droiden rumhängst. Niemand wird uns aufhalten. Denn wir sind jetzt vollständige Nachtreiter. Ihr habt keine Ahnung, dass Lisa entwaffnet wurde und irgendwo im Grautaugebirge verschwunden ist. Und Anne, ach, ich sag nichts mehr. Es spielt keine Rolle. Du und deine Droiden können uns nicht stoppen. Ob ich dich gehen lasse? Ich lasse dich unter der Bedingung gehen, dass du diesen Ort verlässt und hier nicht weiter rumschnüffelst. Ich hatte dich schon beim letzten Mal gesagt, dass du dich hier nicht mehr blicken lassen sollst. Ich lasse dich nicht nur gehen, weil ich dich nett finde, sondern auch, weil ich deinen Mut bewundere. Wärst du jemand anders gewesen, hätte ich dafür gesorgt, dass Herr Sanz dich für den Rest deines Lebens einsperrt. Pass auf, Sabrina, verschwinde, bevor dich jemand sieht oder ich es mir anders überlege. Ich werde jetzt eine Lasagne essen. Du kannst einen Weg zu unseren Plattformen durch die Rohre dort hinten bei der Treppe zum Hauptgebäude finden. Wenn du diesen Weg nimmst, wirst du nicht entdeckt werden. Die anderen sind nämlich nicht so nett wie ich. Tschüss und auf Nimmerwiedersehen. Vielleicht kommst du ja doch eines Tages angekrochen und willst dich Dakor anschließen. Wer weiß. Ich werde dann ein gutes Wort für dich einlegen. Tschüss, tschüss. Begebe dich zum Steuermann, ohne entdeckt zu werden. Nimm den Weg durch die Rohre, die bei der Treppe gibt. Na gut, dann machen wir das.
Wir nehmen hier unser Pony auf jeden Fall wieder mit. Da bist du. Dream Dancer und ich haben uns Sorgen gemacht. Das kann ich mir echt vorstellen. Dann verlassen wir jetzt diesen scheußlichen Ort, um zum Fischerdorf zurückzukehren. Auf geht's. Also, wie wir jetzt gesehen haben, ist die Katja wirklich der vierte Nachtreiter. Und ja, einer unserer Mitstreiterinnen ist ja im Grautau-Gebirge, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann müssen wir dann später mal, denke ich mal, suchen gehen. So. Das Abenteuer war erfolgreich? Gut, gut. Dann kannst du den Steuermann immer wieder darum bitten, dich zu fahren. Du musst jetzt zu Elisabeth, um mir zu berichten. Hört sich schlau an. Bis bald. So, also wir können jetzt hier immer mit dem Steuermann hin und her pendeln, wenn wir was möchten. Wie ihr jetzt seht, also können wir immer hin und her pendeln in das Gebiet. Funktioniert einwandfrei. So, wir lassen uns jetzt aber abholen, damit wir halt in Moorland den Pferdetransporter nach Wellendale zu Elisabeth halt nehmen können. Da, Wellendale Village. Und mal gucken, was Elisabeth dann noch zu uns zu sagen hat. Du bist schon zurück? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Schieß los, was ist passiert? Lass mich mal alles zusammenfassen. Erstens, die Nachtreiter sind komplett, da Katja durch ein dunkles Portal gerufen wurde. Zweitens, Justin scheint aus freiem Willen dort zu sein und kann wahrscheinlich nicht manipuliert werden, seinen Großvater aufzuhalten. Drittens, Ersanz hat das verlorene Buch der Lichterzeremonien in seinem Besitz. Viertens, irgendwie haben sie es geschafft, Lisa, die sich im Grautau-Gebirge versteckt hat, unschädlich zu machen. Fünftens, sie wollen die Lichtzeremonie ausführen, um die pandorische Kraft zu befreien, die sich irgendwie kontrollieren, also die sie irgendwie kontrollieren wollen, um dann die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und wegen dem Buch wissen sie, wie das geht. Ja, so ungefähr. Katastrophe. Wir müssen Dakor aufhalten. Das Schlimmste ist gar nicht, dass sie die Welt beherrschen wollen, sondern dass vielleicht Jorvik oder sogar die ganze Welt untergehen wird, wenn sie die pandorische Kraft freisetzen. Ein neuer Abschnitt steht kurz bevor. Wir wissen nicht, wann und wo sie ihre dunkle Zeremonie abhalten wollen. Sie selbst haben das wahrscheinlich schon mit Hilfe des Buches der Lichterzeremonien bestimmen können. Die Bewahrer Aidens haben Kopien der wichtigsten Kapitel des Buches. Wir haben also noch nicht ganz verloren. Wenn wir die Seiten gründlich studieren, können wir vielleicht herausfinden, wann und wo die Zeremonie stattfinden soll. Genau wie es Dakor gemacht hat. Die Kopien sind in vier Teile geteilt und aus Sicherheitsgründen unter vier Druiden aufgeteilt. Sie müssen gesammelt und studiert werden. Außerdem brauchen wir vier Kämpfer, die sie stoppen können. Wir müssen alles vorbereiten. Das ist viel Arbeit für uns. Wir müssen alle, die uns treu sind, darum bitten, nach unseren Feinden Ausschau zu halten, sodass wir in der Zwischenzeit einen Gegenschlag vorbereiten können. Wir wissen ja immerhin auch, wo sie sich aufhalten und können die Ölinsel bewachen. So, Plan der Gegenmaßnahmen ist hiermit abgeschlossen und wir gucken dann mal, wo es weitergeht. Also, das war's jetzt hier erstmal. Wir machen hier einen Schnitt und
Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.